Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist derjenige, der sich Till nennt. Oder du bist ja Till genannt worden irgendwann mal. Ne? Ich bin so genannt worden. Ist das eigentlich dein richtiger Name, Till? Das ist mein richtiger Name. Hast du nicht irgendwie Tillmund oder irgend sowas? Nein, ich heiße Till. Till. Einfach nur Till. Ja. Mit Doppel. Mit Doppel. Ja, genau. Wie Christopher Lloyd. Aber am Anfang mit Doppel. Der am Anfang, ich am Ende. Ja, genau. Und ich bin der Sashi und wir sprechen heute über den 23. November. Am 23. November haben wir natürlich wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das Geburtstagskind heute ist Eberhard Feig. Ja, Eberhard Feig, kennst du den? Ja, natürlich, das war Tanner neben Schimanski. Ja, das kennen die jungen Zuschauer wahrscheinlich noch gar nicht mehr. Also das war Tatort. Tatort. Früher und Tatort. ARD, Tatort. Ja, und Schimanski hat so ein bisschen auch man muss erstmal erklären, was polarisiert. ARD ist. Ne? ARD kennen ja die meisten jungen Leute auch nicht mehr. ARD ist das erste deutsche Fernsehen. Arbeitsgemeinschaft Rundfunk Deutschland oder irgend sowas heißt ARD. Echt? Ja, was heißt denn sonst? Die arbeiten? Nein, nicht so richtig. Hm. Ja, auf jeden Fall, im ARD war Schimanski eine ganz große Nummer. Es war ein Tatortkommissar. Der erstmal sehr polarisiert hat, weil er, sag ich mal so, der erste ein bisschen Assi-Kommissar war. Ja, der hat ganz viel Scheiße gesagt und so ein Zeug. Ja. Immer Scheiße und, Scheiße und Scheiße und Scheiße. Die haben sogar in den Zeitungen haben sie teilweise gezählt, wie oft er in dem Film Scheiße gesagt hat. Aber um den geht es gar nicht, sondern um seinen Kollegen. Ja, genau. Seinen Kollege, der halt ihn begleitet hat bei den Fällen. Genau. Das war Eberhard Feig. Und der hat... Hätte heute Geburtstag. Hätte heute Geburtstag gehabt. Hätte. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Am 23. November 2006 stirbt der Alexander Litwinenko. Ja. So. Woran stirbt er? War das der mit der Vergiftung? Ja, er stirbt an dem Nuklearstoff Polonium. Genau. Man die billigste Art und Weise, jemanden umzubringen. Ja, genau. Ganz einfach. Mhm. Man sagt... Weil er ein Gegner des Präsidenten Wladimir Putin war, haben die Russen ihn. Aber warum? Also man kann, also ich bin da sehr, also egal. Warum nimmt man Nuklearstoff Polonium? Der sehr zurückverfolgbar ist. Und warum? Ping ist doch ganz einfach. Wenn er tot sein soll, macht man Ping und dann ist er tot und dann weiß niemand, dass es von den Russen kam. Aber nein, wir machen es so, dass es jeder irgendwie mitkriegt oder was? Ja. Also es ist ein bisschen ja, komisch. Ein bisschen sehr komisch. Aber egal, man sagt, es wären... Er hat magische Kräfte. Ja, nee, das war was anderes. Ja, genau. Man sagt, die Russen wären es gewesen, weil er halt ein Gegner der Russen war. Im Zweifel waren es immer die Russen. Genau. Wenn irgendwas gewesen ist, waren es die Russen. Ja, die Amis sind ja die Guten. Eben. Mhm. So, und wir stehen mittendrin. Ja, und am 23. November war aber noch was. Ja, ich habe heute noch ein Geburtstagskind. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Aha, Otto der Erste. Oder Otto Walkes. Der Große. Otto Walkes. Nee, ein bisschen früher. Das war schon, wann hat er denn? 912 ist der geboren. Was also war denn 912 kurz vor dir. Ja, was war denn 912 für ein Otto? Ja, Otto der Erste. Ja, aber was war der denn? Ja, nicht Otto der Film, sondern der war... Also... Otto der Erste, es war ein hatte der eine König und so, römischer Kaiser. Jetzt kommen wir der Sache näher. Yeah. Der war König. Ja, deutscher König. Deutscher König. Römischer Kaiser. Das musst du doch dazu sagen und nicht als Otto der Große, Otto der Große oder der Große. Also ich traue ja unseren Zuschauern zu, dass sie so ein bisschen Allgemeinbildung haben schon. Nicht also. So wie du, sondern wenn ich hier sage Otto der Erste, dann geht's bei denen. Bam! Ich weiß es. Hm. Ja. Otto der. Ich lese mal selbst. Otto der Erste, deutscher König. Wann war der deutscher König? König war er von 936 bis 973. Und römischer Kaiser? Das war er ein Jahr. Nee, nicht ein Jahr. Vier Jahre länger. 962. Oh nee, stimmt nicht. Aber. Also 962 bis 973 war er Kaiser und jetzt könnt ihr raten, er ist auch 973 gestorben. Ja. Damit hat er seine Ämter quasi niedergelegt. Ja, so zwangsweise. Ja, da hat er jemand gesagt, pass mal auf, du, dort, nichts mehr.
waren bestimmt wieder die Russen. Ja. So. Ja, also, wir haben heute den 23. November besprochen und morgen sehen wir uns am 24. November und mal gucken, ob es dann auch wieder die Russen sind. Das wieder nie. Cheerio, Miss Sophie.